Ja, hallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, Berlin, in der Nähe von München. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Unseren Code FREI24 haben wir nochmal einen Tag verlängert heute, weil Liebeschip mal so down war. Ich weiß gar nicht genau, wie lange, aber auch so in der Zeit, wo ganz viele gebucht haben. Genau, also könntest du heute noch nutzen. Ja, Love Island Nummer 6, ganz spannendes Thema, Kompatibilität. Und ich finde es wirklich spannend, also da hat jetzt aus meiner Sicht keiner was falsch gemacht, aber ja, man kann ganz viel sehen. Also wir haben hier Amandu und Livia, die sind ja ein Couple und Livia, habe ich ja schon mal gesagt, schafft es ja wirklich, obwohl sie ja wirklich, denke ich, für viele Männer super attraktive Frau ist, schafft es sich wirklich den einzigen da im Haus rauszusuchen oder überhaupt, wahrscheinlich wird es, weiß ich nicht, gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der sie jetzt nicht unbedingt will oder sie auf Platz 3, 4, 5 hat oder ich weiß nicht was, aber hat sie geschafft mit Amandu und sagt sich jetzt, ja, ich wünsche mir einen Mann, also immer bin ich an diese Fuckboys geraten und da können wir auch mal kurz reinhören. Nochmal klarstellen, weil ich gerade das Thema Fuckboy angesprochen. Immer wenn ich irgendwie den Begriff höre, verbinde ich, also dann habe ich das Gefühl, dass die Mädels das mit etwas Schlechtem verbinden. Nein, um Gottes Willen. Nee, so, ne? Machen die meisten Mädels aber auch ehrlich, ne? Also sie sagt halt, ich komme immer an diese Fuckboys und sagt das auch dem Amandu gegenüber und er ist natürlich erstmal abgefuckt. Ich meine, es gibt sicherlich Männer, denen ist es egal, wenn irgendjemand sagt, du bist ein Fuckboy, weil ich finde das sogar ein Kompliment. Aber ja, wenn man vielleicht ein Mann ist mit Emotionen, der vielleicht auch eine Beziehung will, findet man das vielleicht nicht so gut, ne? Also riecht sich erstmal Amandu jetzt ordentlich drüber auf. Also da hat sie sich schon mal wirklich total komplett selber sabotiert und dann sagt sie ja immer, ja, ich suche einen, möchte gerne einen Mann haben, der auf mich zugeht und alles, aber wie man jetzt hier sehen kann in dieser Folge. Liebe ist Leid. Oh, oh, kannst du meine Gedanken lesen? Geht sie komplett auf ihn zu? Also sie macht gar nicht das, was sie eigentlich will, weil wenn sie komplett auf den Mann zugeht, dann kann er ja nicht auf sie zugehen. Also zumindest, das ist halt, das Universum spiegelt uns immer in Gegenteilen oft, ne, in Partnerschaften. Und also wenn ich ganz doll auf jemanden zugehe, dann wird der nicht unbedingt ganz doll auf mich zugehen. So ist das halt so, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, also erstmal macht sie das nicht, was sie will. Das heißt, sie sabotiert sich eigentlich selber. Und ja, und verewigt damit sozusagen ihren Liebeschip, also wiederholt das, was sie sowieso schon immer gemacht hat. Ne? Das Thema kennen ja viele bestimmt. Und was ich jetzt spannend finde, ist, dass sie einerseits, also ich finde das schon so einer weiblichen Polarität, auch so auf den Mann zuzugehen, aber sie macht es halt so stark und sucht sich dann auch jemand aus mit Amandu, wo man sich vorstellen könnte. Also ich weiß nicht, ob der immer so ist, aber in dieser Situation zumindest ist er eher so ein bisschen, wirkt auf mich so ein bisschen im Minus, so zurückhaltend so. Und das habe ich schon öfter gehört von Menschen, die so eher im Minus sind, dass die sagen, boah, ich kann das überhaupt nicht ab, wenn meine Partnerin oder man, ja, bleiben wir jetzt mal bei dieser geschlechtlichen Zuordnung hier, wenn meine Partnerin so auf mich zugeht, kann ich überhaupt nicht ab. Wenn sich die Beute so vor meine Füße legt, da geht mir ein bisschen der Appetit. Ja, ich fühl dich so krass. Das Gefühl haben, auf die Pirsch zu gehen, so mich anstrengen zu müssen. Und sie hat mir das, glaube ich, zu offensichtlich offenbart, dass ich der Typ für sie bin. Und also gerade wenn man so ein bisschen bindungsängstlich ist, braucht man das irgendwie so jemand jagen zu können. Und ist ja nicht, also wenn jemand dann so total verfügbar ist, von einem oder auf dem anderen, ist das für jemand, der so ein bisschen, ja, ein Minus ist oder ein bisschen bindungsvermeidend, weiß ich nicht, also ich kenne ihn nicht, weiß es nicht, aber das ist, finde ich, eine ganz spannende Aussage und das ist ganz typisch, ne, dass man dann so sagt, ist auch nichts Toxisches, ist erstmal so, ne, überhaupt nicht, das ist einfach, jeder ist halt anders, ne, und dass er dann sagt, boah, ich brauche das, dass ich auch so auf jemanden zugehen kann, eigentlich, was sie ja will auch, aber er kann es gar nicht, weil sie immer schon da ist, so irgendwie, ne. Und auch spannend zu sehen, dass selbst Leute, die irgendwie Miss So und So gewonnen haben, trotzdem, ja, manchmal sehr needy und bedürftig oder vielleicht gerade rüberkommen. Ne? Ist auch die Welt der sehr attraktiven Menschen, ist eben auch überhaupt nicht einfach. Ne? Das sagt ja auch Schnarch immer in seinem Buch, ne? Psychologie der sexuellen Leidenschaft, ein cooles Buch, dass, ja, es da manchmal ältere Leute
Also wäre ich jetzt auch schon ältere Leute. Na gut, ich habe natürlich James Bond gehen, Spaß. ältere Leute da oft viel besser haben, so, weil die einfach entspannter sind, mehr an sich ruhen, nicht so die Selbstbewusstseinsthemen haben unter Umständen und das auch sich sehr positiv auf Sexualität auswirkt. Jetzt kommt es zu einer relativ krassen Szene. Annähern oder was da gerade passiert so zwischen uns. Ich hatte jetzt keine innere Stimme, die jetzt gesagt hat, so boah, geh auf Körperkontakt und das, so, ich kenne das gar nicht von mir selbst. Körperlich habe ich dir schon gesagt, dass du die absolute Obergranate hier drin bist und dass du auch so meinem Typ entsprichst. Deswegen frage ich mich so, warum ich dann nicht die Anziehungskraft spüre, die ich eigentlich spüren sollte. Wo die auch irgendwie ein bisschen echt hart ist, aber weiß nicht, wer das findet, wo Amadou, also Livia, ziemlich deutlich sagt, dass er eigentlich echt einfach Chemie einfach nicht da ist, ne? So aus seiner Sicht, weil sie halt zu doll auf ihn zugeht. Aber man muss ganz klar sagen, für einen anderen Mann, den aber wiederum Livia vielleicht nicht auswählen würde, wäre es vielleicht total in Ordnung. Also es gibt sicherlich viele Männer, wenn Livia so auf die zugehen würde, würden die sagen, hey, geil. Aber die will sie ja wieder nicht. Das ist ja dieses ewige Dilemma mit dem Liebeschiff so. Und er sagt ja dann ziemlich klar und sehr unmanipulativ. So, also er verwickelt sie jetzt nicht oder nutzt sie aus. Also er sagt eigentlich, fällt er sich gerade nicht wie ein Fuckboy, sondern sagt, du, pass mal auf, sorry, spüre nicht so ein Vibe. Und ich habe auch, heute Nacht konnte ich, als ich mal aufgewacht bin, habe ich nochmal drüber nachgedacht und gesagt, jetzt, war das jetzt zu hart? Aber ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein super Feedback für Livia. Wenn sie es denn annehmen würde, ist in so einer Sendung vielleicht auch schwierig, aber jetzt, ne? Und ja, es ist hart, aber manchmal ist hartes Feedback auch echt das Wertvollste irgendwie, ne? Und sie, also jetzt auch nicht Feedback, dass sie unbedingt irgendwas anders machen muss, aber dass das so einfach nicht passt. Dann muss sie sich halt einen Mann suchen, aber dann, ja, auf den sie zugehen kann. Und dann muss sie auch es abkönnen, dass sie gewollt wird, so, ne? Sag ich jetzt mal so, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Naja, und klar, und sie ist natürlich dann, kann man ja auch verstehen, super gekränkt, verletzt und dann nimmt er sie sogar noch in den Arm und ja, und dann wirft sie das, glaube ich, hinter sogar noch so ein bisschen eben vor ihren Freundinnen, dass er sie dann noch in den Arm nimmt. Aber ja, auch Frauen werden gefriendzoned, ne? Nicht nur Männer, das ist manchmal einfach hart, aber ist auch irgendwo ein Feedback, ne? Was man dann so kriegt und wo man überlegen kann, hätte ich jetzt irgendwas anders machen können? Sie könnte sich jetzt überlegen, okay, ich gehe vielleicht ein bisschen weniger offensiv auf Männer zu, aber sie könnte genauso gut sagen, hey, ich bin so, was völlig in Ordnung ist. Und aber da muss sie mal auf ihren Liebeschip gucken, ne? Ob das dann so die Männer, die sie gut findet, ob das dann so passt. Ne? Weil Fuckboy ist natürlich oft auch nicht gerade bindungssuchend, ne? Sonst wäre es ja kein Fuckboy irgendwie so. Ne? Ja, spannende Geschichte. Bin mal gespannt, was ihr dazu so denkt. Und schreibt mir nochmal, ob ihr das interessiert. Mal so Love Island. Ich persönlich finde es ganz angenehm, weil es ist, man kann bei Love Island so viel sehen, was so Dating angeht. Und es hat nicht so dieses Drama-Rama, ne? Vielleicht schreibt jetzt wieder jemand, das ist alles geskriptet. Also bei Love Island bin ich mir zu 99% sicher, es ist nicht geskriptet. Das habe ich wirklich intensiv recherchiert, verfolgt und macht sein, dass es vielleicht in anderen Sendungen anders ist. Aber dazu sind die Storys einfach, also aus meiner Sicht, einfach auch zu nah nebendran. Und ich wüsste auch nicht, warum man das skripten sollte. Also wird ja dann unnatürlich. Und Gott, also das alles zu skripten, ey, meine Güte, ey. Das müssen schon echt gute Schauspieler sein, ne? Aber egal. Genau. So, dann sehen wir uns bald wiedersehen.